So, ich fahre jetzt heute Grasgern rauf. Der Kitzi kommt mit dem Auto. Ich fahre mit dem Radl rauf. Schauen wir mal, wie weit Grasgern aktuell ist. Normalerweise ist um die Jahreszeit nur Schnee oben, aber dieses Jahr schaut es wahrscheinlich anders aus. Ich möchte mal testen, wie weit man hochkommt, oder hochkommen tut man schon, aber ob da noch Schneebetrieb ist. Alles weiter seht ihr dann im Video. Heute ist ein Traumtag und da möchte ich eine kleine Tour machen. Wie schon beschrieben, möchte ich nach Grasgern rauffahren. Ich hoffe nur, dass ich nicht zu leicht anzogen bin. Da oben kann es schon noch kühl sein. Aber schaut euch die Wiesen an. Ist das nicht ein Traum? Grüne Wiesen, gelbe Löwenzahn. Einfach nur super. Skibetrieb ist überhaupt nichts mehr los. Die haben wahrscheinlich die Lifte schon zu. Die werden jetzt so langsam auf Sommerbetrieb umstellen. Das ist der Vorteil von Polsterland, dass die Lifte für den Sommer und auch für den Winter haben. Ganz oben ist noch ein bisschen Schnee, aber zum Fahren geht nichts mehr. Grasgern könnte es ein bisschen anders ausschauen. Dann Obermeisterstein, immer an der Ach entlang. Auch hier ist schon alles wunderschön grün. Wir sind zur Normalzeit hier im Allgäu bestimmt 14 Tage früher dran. Schön die Ach hier. Hinten in der Sonne, vorne im Schatten. Führt eigentlich verhältnismäßig wenig Wasser für die Jahreszeit wegen der Schneeschmelze. Normal müsste mehr drin sein. Es ist wunderschön hier jetzt durch den Hohlweg zu fahren. An der Seite überall jetzt schon diese Blätter heraus, die grünen. Das ist einfach jetzt super. Von der Farbe her, vom Licht her, ganz klasse. Vor uns ist jetzt Obermeisterstein. Von Obermeisterstein geht es dann direkt in den Riedbergpass rein. Übrigens, der Riedbergpass ist Deutschlands höchste Passstraße. Habe ich auch nicht gewusst. Hier kann man Zierbrunnen kaufen. Selber gemacht aus Holz. So, jetzt geht's in den Riedbergpass rein. Das Tunnel sollte man als Radfahrer umfahren, deswegen haben sie die Straße gebaut. Innen drin ist es sehr dunkel und es ist gefährlich, weil es sehr eng ist. Also Radfahrer, bitte außenrum. Ist auch wunderschön zum Fahren hier. So, jetzt habe ich einen Schweizer Rennradfahrer helfen müssen. Der hat eine Platten gehabt und keine Pumpe dabei. Und Gott sei Dank habe ich so eine Pumpe, so elektronische, ja, ob ich füllen kann. Und da haben wir es voll gemacht. Er hat noch 3 Kilometer, also zu Hause in so lange wird es reichen. Balderschwang 14 Kilometer. Riedberger Horn, Grasgern, Skigebiet. So 5,5 Kilometer geht es jetzt bergauf. Im Schnitt zwischen 16% und 18%. Aber im Frühjahr muss man das einfach machen. Da sieht man dann, wie die Kondition ist. Und noch was, hat nichts mit E-Bike zu tun. Ich werde auf keinen Fall höher als mit Tour schalten. Also muss ich schon etwas tun. Ich möchte auch schwitzen, wenn ich oben ankomme. Riedbergpass ist natürlich eine beliebte Passstraße, besonders für Motorradfahrer. Leider passieren sehr viele Unfälle im Jahr. Und jetzt, wo es losgeht, kann man sich wieder darauf einstellen.
Hier sieht man schon, die nächsten 600 Meter, 16% Steigung. Jetzt sehen wir in gut 17% Steigung drin. Sehr mühsam. Hier hast du überhaupt keine Möglichkeit, einmal eine kurze Pause einzulegen. Es geht bis oben auf, nur steil. Aber im Jahr muss das 3-4 Mal sein, wenn man das fährt. So, jetzt sind wir schon auf 1100, fast 1200 Höhenmeter. Eine Kopfhütte. Die ist ganz jährlich geöffnet. Hier kann man dann auch übers Wochenende bleiben und übernachten. Rechts ist die Tier-, also Wildbeobachtungsstelle. Hier kann man gegenüber die Hirsche, Rehe und Gämsen beobachten. Empfehlung, abends einmal, wenn es duster ist, hochfahren, was zum Essen mitzunehmen und abwarten. Dann kommen die Hirsche, Gämsen und Rehe raus. Super zu anzuschauen. Empfehlung. Natürlich ganz in der Früh. Da geht's auch. Lenzenberghütte, nur für Gäste. Ach, Selbstversorgerhütte. Die nächsten Anstiege, oder der Anstieg, wo jetzt kommt, hat satte 18%. Hier heroben ist der Frühling noch nicht ganz angekommen. Hier ist noch alles grau in grau. So ganz langsam kommen die Blätter durch. So, jetzt ziehen wir schon das erste Schild nach Grasgern. Petberger Horn, Grasgern. 800 Meter rechts. Aber in den 800 Meter kommen wir leider wieder 16-17% Steigung. Und das schaffen wir auch noch. Ich fahre die ganze Strecke aktuell nur mit Eco. Ich will einfach den Pass nur mit Eco fahren. Ich will mich auch anstrengen. Schaut euch drüben das Panorama an. Super. Das war der Kitzi. Jetzt geht's los mit dem Motorradfahrer. Links geht's runter nach Balderschwan, Dornbirn, Österreich. Und rechts geht's zur Grasgärenhütte. Jetzt sind wir auf 1409 Meter. So, vor uns ist die Grasgärenhütte. Da trinkt man jetzt was. Da wartet der Kitzi. Also vom Skifahren nichts mehr los. Normal um die Jahreszeit kann man schon noch fahren. Aber da ist nichts mehr normal. Schaut aus, als wenn die Hütte zu hätte. Da kommst du eben zu. So ein Scheiß. Das ist der Besler, gell? Ich weiß aber nicht, was da für ein Berg da hinten ist, Gerhard. Die Spitze da. Drohnenspitze. Drohnenspitze. Ja, Gerhard, sag mal schöne Grüße an alle YouTuber. Ja, schöne Grüße. Der Hatti ist umsonst zum Grasgären draufgefahren.
hat das er vorher mal gefragt, ob da oben offen schon drin. Gell? Nein, fährt dann sonst darauf. Wie geht's denn deinen Haxen? Ja, ich bin nicht zufrieden. Noch nicht zufrieden? Aber es wird schon. Wird schon. Ein Monat bin ich wieder dabei. Ja, Gott sei Dank. Also, habt ihr es gehört? 2 Monate. Traumhaft, gell? Das wird jetzt eine tolle Abfahrt. Kitzi verloren. Hä? Ja, ich weiß schon. So mach ich's ja. Wenn du schon nicht Radl da gehabt hast, dann muss er wenigstens gescheit essen. So, aber es sieht gut aus. Die haben wir schon mal gegessen im Herbst, gell, gehabt, die Waffel. Mhm. Ja, haben wir schon mal gegessen. Super gehabt. Schneid ich schon? Ja. Jetzt lassen wir unseren Erdbeerbecher in Fischen in der Eisdiele schmecken. Warum plötzlich der Ton weg ist, habe ich auch keine Ahnung. War ganz wunderbare Aussicht in die Oberstorfer Berge. Im Vordergrund das Rubihorn und hinten das Nebel. So, die Tour ist wieder zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Bis zum nächsten Video. Servus, euer Allgäu-Biker.